Wichtig ist hier nun, dass Sie darauf achten, das passiert oft, dass dies etwas anderes ist als die antiautoritäre Erziehung oder die Antipädagogik. Viele werfen das in einen Topf und es scheint aus mancher Perspektive auch so zu sein, als sei die antiautoritäre Erziehung ein Effekt der kritischen Theorie der Gesellschaft, weil es in sogenannten Kommunen solche antiautoritäre Erziehung gegeben hat, die gleichzeitig Anhänger der kritischen Theorie waren. Aber die Argumentationslage, und nur das interessiert uns ja in der Wissenschaft, nicht so sehr die historischen Zusammenhänge, die auch anders hätten sein können, man nennt das Kontingenz. Und diese Argumentationslage zeigt, dass das eben doch etwas anderes ist. Die kritische Erziehungswissenschaft darf eben nicht mit der sogenannten antiautoritären Erziehung verwechselt werden. Hier ist die Basis die sogenannte Psychoanalyse, eine spezielle Theorie der Gesellschaft und der seelischen Krankheiten durch Sigmund Freud um die Jahrhundertwende um 1900, in der die Erziehung die Funktion der Vermeidung von Neurosen hat, also der Neurosenprophylaxe. Und der Grundgedanke der antiautoritären, psychoanalytisch orientierten Pädagogen war nun, dass sie geglaubt haben, die bürgerliche Kleinfamilie mit ihren neurotischen Machtbeziehungen zwischen Vater, Mutter, Kind und den Geschwistern würde eine Autoritätsgläubigkeit der späteren Erwachsenen vorbereiten, sodass die dann eben besonders geneigt seien, autoritären, dogmatischen Führern, wie eben den faschistischen, nachzulaufen. Und das war der Grund, warum auch in der kritischen Theorie, in der Frankfurter Schule, insbesondere Adorno eine Weile psychoanalytische Überlegungen versucht hat, um herauszufinden, ob es ihm gelänge, die autoritäre Persönlichkeit zu erklären. Und das pädagogische Gegenstück wäre dann eben eine antiautoritäre Erziehung gewesen. Er hat das aber relativ früh wieder aufgegeben, weil das nicht die Ergebnisse gebracht hat, die sich die Gruppe davon versprochen hat. Und andere Autoren haben das dann aufgenommen. Die haben vor allem einen Psychoanalytiker rezipiert, der bis dahin überhaupt nicht in gedruckter Form vorlag, Wilhelm Reich. Man kam an die Werke über Xerokopien. Das ist die Vorläuferform der heutigen Fotokopien, die damals neu erfunden waren und an den Universitäten eingeführt wurden. Und über solche Raubdrucke aus Amsterdam wurden dann die Bücher von Wilhelm Reich gelesen. Und wie gesagt, man konnte sie nicht im Buchhandel kaufen. Es haben sich dann so alternative Vertriebsformen aufgebaut. Sie müssen sich immer vorstellen, das Internet war noch nicht erfunden zu der Zeit. Es gab nur die Möglichkeit, Printmedien anzugucken, wenn man Texte haben wollte. Und ja, und so wurde das getan. Und die Idee war nun eben zu sagen, wenn es uns gelingt, Kinder so zu erziehen, dass sie jedwede Form von Herrschaft kritisch hinterfragen, dann müssten sie das auch als Erwachsene gegenüber den Politikformen tun. Nun kann man ja das Ganze, weil es eine Weile zurückliegt, als ein historisches Experiment betrachten und sich dann anschauen, was aus den Kindern geworden ist, die von antiautoritären Eltern erzogen wurden. Es gibt solche Studien, die sind nicht sehr aussagekräftig, weil sie sehr wenige Menschen dann immer nur in ihrem Lebenslauf beobachtet haben. Aber man kann zusammenfassen, diese antiautoritäre Erziehung scheint weder geschadet noch in irgendeiner Weise genutzt zu haben. Das heißt, es kam das übliche Spektrum von Versagern, von beruflich Erfolgreichen, von Autoritätsgläubigen, von Kritikern heraus, wie es auch bei der anderen Erziehung herauskam. Also wird man sagen müssen, dass also solche einzelnen Veränderungen des Erziehungsmilieus alleine keine systematische Persönlichkeitsänderung erzeugen können. Dies ist nun auf der einen Seite ein Armutszeugnis für die Erziehungswissenschaft. Das wird ihr auch vorgeworfen. Ihr wird vorgeworfen, sie habe keine vernünftige Technologie. Man könne sich ja nicht darauf verlassen, dass die Ergebnisse der Pädagogik des Erziehens auch zuverlässig zu erreichen sind. Das stimmt. Der große Vorteil ist, damit ist sie auch nicht missbrauchbar für eine totalitäre Herrschaft. Es können also nicht Menschen nach irgendeinem Bilde irgendwelcher Leute systematisch herangezogen werden. Das hat wiederum ein historisches Experiment auch schon die nationalsozialistische Erziehung gezeigt. Auch die war nicht sehr effektiv. So, hier fasse ich es Ihnen noch einmal zusammen. Wenn das also so ist, dann
kann man sagen, die Autorität in der Erziehung muss generell kritisiert, dekonstruiert, also nach ihren verborgenen Hintergründen erkannt werden, zurückgedrängt werden, und dann hofft man eben, Menschen zu bekommen, die unanfällig gegen demagogische, autoritäre Herrschaft sind. Es gibt eine Sonderentwicklung, die bis heute wirkt. Der Gedanke ist ja, wie gesagt, von den Theoretikern der kritischen Theorie der Gesellschaft nicht, aber von anderen so weiterentwickelt worden, dass gesagt wird, mit solchen befreiten Menschen kann man eine gemeinschaftlich organisierte Gesellschaft aufbauen. Man braucht gar keinen Staat mehr. Und das nennt man ja Anarchismus in der Politikwissenschaft, wenn also Leute glauben, dass sie ohne den Staat auskommen können. Und wir haben heute noch eine auch zahlenmäßig gar nicht so kleine Gruppe von Menschen, die davon überzeugt sind, dass es besser wäre, wenn der Staat sich ganz weit zurücknehme, am besten gar nicht existieren würde. Diese Gruppe nennt sich selbst in Teilen die Autonomen. Das ist ja griechisch und meint, es sind solche, die sich ihre Gesetze selber geben. Und das, was man heute eben dann noch in Form von Hausbesetzungen und Kämpfen mit der Polizei in den Großstädten sieht, hat seine gedanklichen Wurzeln in dieser Idee einer anti-autoritären Erziehung und einer anarchistischen Konsequenz aus der Kapitalismuskritik. Die zweite, weniger bekannte und auch nur kurz wirksame Bewegung, mit der man die kritische Theorie der Gesellschaft und die kritische Erziehungswissenschaft nicht in Eins setzen darf, ist die sogenannte Antipädagogik von zwei Autoren, die Sie nicht wissen müssen, im Wesentlichen propagiert. Die sind inzwischen nicht mehr präsent. Der Grundgedanke hier ist, dass jede Erziehung kritisiert wird als nicht notwendig. Man braucht sie eigentlich gar nicht. Und das Gegenmodell lautet eigentlich, die Erwachsenen können mit Kindern auf gleicher Ebene zusammenleben, und deswegen haben sie den Slogan Freundschaft mit Kindern statt Erziehung propagiert. Der Hintergrund hier ist ein Menschenbild der sogenannten humanistischen Psychologie, die davon ausgeht, dass der Mensch von Natur aus gut ist, wenn man ihn nicht durch Erziehung verbiegt. Man kann heute sagen, dass diese Theorie weder die Anthropologie der humanistischen Psychologie noch die Ideen der Antipädagogen irgendwie eine Wirkung gezeigt haben. Also es gibt auch Bücher, die sich damit beschäftigt haben und beweisen, dass das eben ein Irrweg ist, dass das so nicht funktionieren kann. Und dementsprechend taucht das eigentlich auch nicht mehr als eine ernstzunehmende Position auf. Aber manchmal, hier und da, höre ich noch in den Diskussionen mal dieses Wort. Oft verwechseln die Leute Antipädagogik mit antiautoritärer Erziehung, da tun das in Eins und sagen, ja, und die 68er-Bewegung hat doch auch diese Antipädagogik hervorgebracht, wo ich dann immer sagen muss, nein, es war leider ein bisschen anders.